Beverly Hills emergency. Yes, police. What's the problem? What's the problem? I'm sorry, kill my parents. Pardon me? Don't kill my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people. What? No. Were they shot? Hey, Matthew. Were they shot? Yes. They were shot? Yes. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Als die Polizei nach dem Notruf am Abend des 20. August 1989 das Anwesen der Familie Menendez erreicht, bietet sich ihr ein schauriges Bild. Ein junger Mann liegt zusammengekauert im Vorgarten des Anwesens und weint hysterisch. Als ein Detective mit seinen Kollegen das prunkvolle Haus in Beverly Hills betritt, schlägt ihm eine kontrastreiche, schwere Stille entgegen. Die Beamten durchqueren das Foyer und finden sich schließlich in einem Wohnzimmer wieder. Der Fernseher ist noch eingeschaltet. Im Raum stehen zwei Schalen mit geschmolzenem Vanilleeis und Himbeeren. Auf dem Sofa sitzt die blutüberströmte Leiche eines Mannes. Zwischen dem Couchtisch und dem Sofa liegt seine Frau. Überall ist Blut. Die Hirnmaterie der beiden Toten ist bis an die Raumdecke und gegen die Fenster gespritzt. Um den Tatort fotografieren zu können, muss ein Kollege einen Regenschirm über den Kopf des Forensikers halten, um ihn vor den von der Decke tropfenden Materieresten zu schützen. Was auch immer in diesem Wohnzimmer geschehen ist, der oder die Verantwortlichen wollten das Ehepaar nicht nur ermorden. Hinter diesem Tatort scheint weit mehr zu stecken. Bei dem toten Ehepaar handelt es sich um José und Kitty Menendez. Der junge Mann, der im Vorgarten weinte, als die Ermittler eintrafen, ist einer ihrer beiden Söhne, der 18 Jahre alte Eric Menendez. Sein 21-jähriger Bruder Lyle war es, der den Notruf absetzte, den ihr zu Beginn gehört habt. Als die beiden Brüder in der Nacht von der Polizei vernommen werden, erzählen sie unter Tränen von ihrem Abend. Zuerst seien die beiden in Santa Monica im Kino gewesen und hätten sich Batman angesehen. Danach hätten sie das Taste of LA Food Festival besucht. Als die beiden nach Hause zurückkehrten, hätten sie ihre Eltern tot im Wohnzimmer vorgefunden. Mehrere Nachbarn wollen um etwa 10 Uhr am Abend eine Vielzahl lauter Schüsse gehört haben. Doch keiner von ihnen alarmierte die Polizei. Insgesamt wurden 16 Schüsse auf das Ehepaar abgegeben. 6 auf José, 10 auf Kitty. Am Haus der Familie Menendez befinden sich keine Einbruchsspuren. Es scheint auch nichts gestohlen worden zu sein. Die Schüsse auf José und Kitty müssen aus relativ kurzer Distanz abgegeben worden sein. Alles scheint dafür zu sprechen, dass José und Kitty ihre Mörder gekannt und keine Gefahr in ihnen gesehen haben. Die Ermittler durchleuchten das Umfeld der Familie aufs Genaueste. Schnell mehren sich die Spekulationen, Josés Job im Filmgeschäft könnte mit dem brutalen Doppelmord zu tun haben. Er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und auch Lyle und Eric bestätigen, dass ihr Vater durch seine Arbeit einige Feinde hat. Außerdem sickert durch, dass José und Kitty unter anderem in ihre Kniescheiben geschossen wurden. Eine übliche Mafia-Taktik. Dadurch wächst die Angst, dass die Mafia für den Mord verantwortlich sein könnte. Und durch wilde Spekulationen in der Presse wird diese immer weiter genährt. Doch die Polizei kann einfach keinen stichhaltigen Anhaltspunkt für eine mögliche Beteiligung der Mafia finden. Stattdessen kommt ihnen das Verhalten der Brüder Lyle und Eric merkwürdig vor. Es entsteht der Eindruck, als würden die Geschwister irgendetwas verheimlichen. Endgültig misstrauisch werden die Ermittler, als Lyle Menendez einen Computerexperten ins Haus bestellt. Dieser soll in Lyles Auftrag auf dem Familiencomputer die Datei, in der Kitty ihr Testament niedergeschrieben und scheinbar vor kurzer Zeit geändert hatte, löschen. Unterdessen scheinen Lyle und Eric Menendez ihren Verlust durch Konsum auszugleichen.
In den Wochen und Monaten nach dem Tod ihrer Eltern geben sie mehrere hunderttausend US-Dollar aus. Die beiden kaufen nicht nur ein Restaurant in New Jersey auf, sie decken sich auch mit materiellen Gütern ein. Sie kaufen sich einen Porsche, eine Rolex und zahlreiche andere Luxusgegenstände. Die beiden fahren nach London und in die Karibik. Eric engagiert einen privaten Tennislehrer und spielt zahlreiche Turniere. Doch ihre Spending Spree, wie sie in den amerikanischen Medien genannt wird, findet ein jähes Ende. Im März 1990, mehr als ein halbes Jahr nachdem sich der nach wie vor ungelöste Doppelmord ereignet hatte, betritt Judalon Smith die Polizeiwache in Beverly Hills. Die junge Frau kann den Ermittlern mitteilen, dass die Waffen, mit denen José und Kitty Menendez ermordet wurden, mit falschen Ausweisen in einem Geschäft in San Diego gekauft wurden. Und tatsächlich finden die Beamten eine Quittung auf den Namen eines Freundes der Menendez-Brüder. Nur zwei Tage vor dem Doppelmord wurden dort zwei Handfeuerwaffen gekauft. Kurz darauf finden die Detectives auch heraus, weshalb Judalon Smith so gut über die Hintergründe der Morde an José und Kitty Menendez Bescheid wissen konnte. Sie hatte eine Affäre mit Jerome Ozier. Und dieser wiederum ist der Therapeut von Lyle und Eric Menendez. Ihm gegenüber hatte Eric zugegeben, seine Eltern gemeinsam mit Lyle ermordet zu haben. Die Mordwaffen hätten die beiden Brüder mit dem Ausweis ihres Freundes gekauft. Judalon war zum Zeitpunkt des Geständnisses in Jerome Ozils Büro und gibt an, durch die geschlossene Tür alles mit angehört zu haben. Als das Verhältnis zwischen den beiden endet, entscheidet sie sich, zur Polizei zu gehen und die Ermittler auf die richtige Fährte zu bringen. Gegenüber seines besten Freundes Craig soll Eric den Mord an seinen Eltern ebenfalls gestanden haben. Doch als Craig sich entscheidet, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, lässt sich Erics Aussage gegenüber Craig juristisch nicht verwerten. Deshalb wollen sie Craig verkabeln. Er soll erneut ein Geständnis aus Eric herauslocken. Dieses Mal wäre es aufgezeichnet und könnte juristisch benutzt werden. Doch bei einem gemeinsamen Essen in einem Restaurant bestreitet Eric nun, etwas mit den Morden an seinen Eltern zu tun zu haben. Jerome Ozier hingegen war zuvor nicht zur Polizei gegangen, da er Angst vor den Menendez-Brüdern gehabt haben soll. Nachdem Eric ihm gegenüber die Morde gestand und Lyle davon erfuhr, sei der ältere Bruder zu Jeromes Praxis gefahren und habe ihm angedroht, auch ihn umzubringen, sollte er jemanden etwas über die Täterschaft der Brüder verraten. Jerome wollte sich mit den Brüdern gutstellen und schlug ihnen vor, eine Therapiesitzung aufzunehmen. Sollte es jemals zu einer Festnahme kommen, könnten sie so beweisen, dass sie die Tat bereuen. Die Brüder ließen sich von der Idee überzeugen und die Tonspur wurde später sichergestellt. Auf ihr zu hören ist, wie Lyle sagt, die beiden hätten ursprünglich nur ihren Vater ermorden wollen. Jedoch sei ihnen bewusst geworden, dass ihre Mutter Kitty ohne José nicht leben könnte. So hätten sie sich dazu entschieden, dass beide sterben mussten. Lyle Menendez wird am 8. März 1990 wegen des Mordes an seinen Eltern José und Kitty Menendez verhaftet. Eric, der unterdessen in Israel an einem Tennisturnier teilnimmt, wird von seiner Familie überredet, sich zu stellen. Er fliegt zurück nach Los Angeles und begibt sich direkt zur Polizei. Auch er wird daraufhin wegen des zweifachen Mordes festgenommen. Die Anklage geht davon aus, dass Lyle und Eric ihre Eltern ermordet hätten, da sie kurz zuvor erfahren hatten, dass sie enterbt werden sollten. Völlig überraschend für die Anklage und die breite Öffentlichkeit gestehen die Menendez-Brüder den Mord an ihren Eltern. At some point, was your gun empty? Yes. So I reloaded. And what did you do after you reloaded? I ran around and shot my mom. Doch zu ihrem Tatmotiv äußern sich die Brüder nicht. Bis ihre Anwältin Leslie Abramson einen Psychologen mit ins Boot holt, um herauszufinden, weshalb die Menendez-Brüder ihre Eltern umgebracht haben könnten. Und die Strategie von Leslie Abramson funktioniert. Sie findet heraus, weshalb Lyle und Eric ihre Eltern getötet haben. Und das Motiv ist noch dunkler als von der Anklage angenommen. Between the ages of 6 and 8. Did your father have sexual contact with you? Yes.
José Menéndez, der Vater von Lyle und Eric, zieht kurz nach der kubanischen Revolution von seinem Heimatland in der Karibik in die USA. Dort lernt er die zukünftige Mutter seiner beiden Söhne kennen. Das Paar heiratet 1963. 1968 und 1970 werden ihre beiden Söhne Lyle und Eric geboren. Zunächst lebt die Familie im Bundesstaat New Jersey. Doch später zieht die Familie weiter nach Calabasas. José Menéndez' Leben ist der wahr gewordene amerikanische Traum. Von kleinen Gelegenheitsjobs arbeitet er sich bis zum CEO-Posten einer großen Filmproduktionsfirma hoch. Ende der 80er Jahre kann die Familie Menéndez sich eine 4 Millionen Dollar Mansion in der besten Nachbarschaft in Beverly Hills leisten. Den beiden Söhnen Lyle und Eric soll es augenscheinlich an nichts fehlen. Die Jungen werden in gute Schulen geschickt, ihr Talent fürs Tennisspielen wird ausgiebig gefördert. Teure Urlaube, hochklassige Autos und die eigenmächtige Nutzung der elterlichen Kreditkarten gehören wie selbstverständlich zum Leben der Menéndez-Brüder. Lyle soll auf die prestigeträchtige Princeton University geschickt werden. Doch seine Schulnoten reichen eigentlich nicht aus. Aber die Familie setzt alles daran, ihren Sohn auf eine Elite-Universität schicken zu können. Nicht nur Lyles großes Talent für den Tennissport, auch eine Zahlung in Höhe von 50.000 US-Dollar, die José Menéndez an die Princeton University überweist, ermöglicht es, dass der junge Mann trotz schlechter Noten angenommen wird. Auch wenn die beiden viele Privilegien genießen, ist es für Lyle und Eric nicht immer einfach. Sie leiden unter dem Druck, den ihr Vater ihnen macht. José hat eine steile Karriere vorgelegt, aus dem Nichts und von nichts, und er erwartet, dass seine Söhne es ihm gleich tun. Neben seinem Talent für Tennis gilt der jüngere Bruder Eric auch als kreativ. Gemeinsam mit einem Freund schreibt Eric regelmäßig Drehbücher und Geschichten. In einem der Drehbücher geht es um einen jungen Mann, der seine Eltern tötet, um Geld von einer Versicherung zu erhalten. Erics Freund sagt später in einem Interview: Irgendwann nahm Eric dieses Skript und schrieb die ersten 4 oder 5 Seiten zu dem um, was später am wirklichen Tatort passierte. Daher denken einige Leute jetzt, das war der Vorbote für das, was tatsächlich geschehen ist. Auch der wohlhabenden Familie Menéndez bleiben Ärgernisse und Konflikte innerhalb des Haushalts nicht erspart. Lyle gerät irgendwann an Freunde, die man wohl als schlechten Umgang bezeichnen könnte. Mit einigen von ihnen begeht er sogar einen Einbruch. Als Eric erfährt, was sein großer Bruder getan hat, beschließt er es, ihm gleich zu tun, zusammen mit ihm. Doch die Brüder werden von der Polizei erwischt. Um den volljährigen Lyle vor einer umfangreichen Strafe zu schützen, nimmt der jüngere Bruder Eric die gesamte Schuld auf sich. José Menéndez beschließt, sich bei den Einbruchsopfern gemeinsam mit Lyle und Eric persönlich zu entschuldigen. Er stellt außerdem Schecks in Höhe der gestohlenen Wertgegenstände aus. Eine Nachbarin wird später aussagen, dass Josés größtes Problem allerdings nicht die Tatsache war, dass seine Söhne Einbrüche begangen hatten, sondern vielmehr, dass sie sich hatten erwischen lassen. Es sei nicht das Delikt selbst gewesen, das ihn als Vater beschämt hatte, sondern dass seine Söhne es nicht geschafft hatten, damit davonzukommen. Nach diesen Vorfällen möchte die Familie nicht länger in Calabasas bleiben und zieht stattdessen nach Beverly Hills. Mitten in Los Angeles gelegen, zählt dieser Ort wie wohl kaum ein anderer zu den Lieblingswohnorten der High Society. Auch die Familie Menéndez hat es nun geschafft und lebt inmitten von Hollywood-Stars und anderen Berühmtheiten. Doch hinter der schillernden Fassade bröckelt das Familienleben immer und immer weiter. Nicht nur muss Lyle Menéndez die Princeton University wegen eines Plagiatvorwurfs verlassen, auch José ist nicht nur der charmante Geschäftsmann, für den er sich ausgibt. Gegenüber Angestellten soll er so jähzornig gewesen sein, sodass einige regelrecht Angst vor ihm hatten. Und José hatte 8 Jahre lang eine Affäre mit einer New Yorkerin. Kitty machte sich große Sorgen, dass ihr Ehemann sie verlassen könnte. Denn auch in Los Angeles soll José schon eine Affäre gehabt haben. Die Beziehung zwischen den beiden wird als kühl und wenig liebevoll beschrieben. Laut späteren Aussagen von Lyle und Eric soll José Kitty auch mehrmals körperlich misshandelt haben. Einmal muss Kitty wegen einer Überdosis Valium in die Notaufnahme. Ob sie versehentlich oder bewusst zu viel Valium einnahm, weiß man nicht. Einmal soll sie zu Josés Schwester gesagt haben: Ich wünschte, die Brüder wären nie geboren worden.
Bevor wir weitermachen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass die Schilderungen, die in diesem Kapitel vorkommen, wirklich extrem verstörend sind. Jemand, der sexuellen Missbrauch erfahren hat oder sich davon getriggert fühlt, sollte dieses Kapitel überspringen oder das Video hier abbrechen. Denn es ist wirklich schlimm. Das wollte ich nur gesagt haben. Und jetzt weiter mit dem Video. Der Prozess gegen Lyle und Eric wird 1993 zu einer nationalen Sensation. Der Sender CurTV überträgt die Verhandlungen im Fernsehen und Millionen von Menschen sehen zu. Das Interesse an dem Doppelmord an Kitty und José Menéndez ist ohnehin riesig. Doch als Lyle und Eric Menéndez über den sexuellen Missbrauch ihres Vaters zu berichten beginnen, überschlagen sich die Medien in ihrer Berichterstattung. Damit, dass die Brüder sich freiwillig schuldig bekennen würden, hatte kaum jemand gerechnet. Und noch weniger mit der Begründung für ihre Tat. Vor dem Hintergrund jahrelang mutmaßlichen Missbrauchs und Sadismus durch ihre Eltern plädiert die Verteidigung von Lyle und Eric nun auf Totschlag aus Notwehr. Die Menéndez-Brüder hätten geplant, den Missbrauch durch ihre Eltern öffentlich zu machen und fürchteten deshalb, ihre Eltern könnten planen, sie umzubringen. Deshalb hätten Lyle und Eric sich dazu entschieden, ihren Eltern zuvorzukommen und Kitty und José das Leben zu nehmen. In den 90er Jahren ist sexueller Missbrauch noch weitaus tabuisierter als heute, insbesondere auch dann, wenn Männer die Opfer sind. Diese Einordnung ist wichtig für den weiteren Verlauf des Prozesses, denn längst nicht jeder glaubt Lyle und Eric die detaillierten Erzählungen, die sie vor Gericht teilen. Nicht nur das Land und die Zuschauer von CurTV sind gespalten, auch die Jury im Gericht teilt sich in zwei Lager auf. Für einige Jurymitglieder ist es unvorstellbar, dass die jungen Männer sexuelle Gewalt erfahren haben könnten. Pamela Bozanic, die auf der Seite der Anklage steht, hält insbesondere Lyle Menéndez für einen pathologischen Lügner. Weiter sagt sie, Männer könnten nicht vergewaltigt werden, da ihnen das nötige Equipment, um vergewaltigt zu werden, fehlen würde. Die Entscheidung, ihr Motiv und damit auch den sexuellen Missbrauch durch ihre Eltern zu teilen, fiel den Brüdern nach eigenen Angaben schwer. Denn nie zuvor haben sie darüber gesprochen. Insbesondere Lyle habe zuerst um jeden Preis verhindern wollen, dass die Geheimnisse der Familie im Prozess ans Licht kommen. In einem Interview sagt sein Bruder Eric 1996, Lyle und ich haben uns gestritten, weil er sagte, der Welt zu erzählen, dass Dad uns sexuell gefoltert hatte, wäre, als würden wir ihn ein zweites Mal umbringen. Und er wollte Dad kein zweites Mal umbringen. Er sagte, er möchte sich nicht dorthin stellen und dazu Stellung beziehen. Auf keinen Fall würde er das tun. Und als er es dann doch tat, war das eine große Sache. Und doch wurde er von einigen Leuten dafür ausgelacht. Das war merkwürdig. Als der Prozess gegen die Brüder am 20. Juli 1993 beginnt, werden Lyle und Eric Menéndez zwei unterschiedlichen Juries vorgestellt. Erics Anwältin Leslie Abramson hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihrem Mandanten und seinem Bruder den Raum zu geben, um von ihren Erlebnissen zu berichten. In ihrem Eröffnungsplädoyer schildert sie, dass José Menéndez Eric nur eine Woche vor dem Doppelmord missbraucht habe. Einige Tage vor den Morden habe Eric sich seinem älteren Bruder gegenüber geöffnet und ihm gestanden, was José ihm seit Jahren wiederholt antun würde. What do you believe was the originating cause of you and your brother ultimately winding up shooting your parents? Me telling Lyle that, You telling Lyle what? Was you telling Lyle what? That my dad had been molesting me. Lyle sei von diesen Äußerungen verstört gewesen, da auch er im Alter zwischen 6 und 8 Jahren von seinem Vater missbraucht worden sei. Der Missbrauch habe im frühen Kindesalter mit unangebrachten Berührungen begonnen und sich in drastischen Mustern etabliert. Die Verteidigung beschreibt es so. Diese Verhaltensmuster beinhalteten wiederholte Akte des erzwungenen Oralverkehrs, Sodomie, Vergewaltigung und das bewusste Zuführen starker Schmerzen durch das Benutzen von Fremdkörpern an Erics Körper. José Menéndez offensichtliches Ziel war es, den Körper seines Kindes zur Befriedigung seiner Lust zu benutzen. What else did he do to you? He used
objects. What kind of objects? A toothbrush and some sort of shaving utensil brush. And did he try to anally penetrate you with something else? He did. Auch Kitty Menendez habe Lyle mehrfach missbraucht. So habe sie bis zu seinem 13. Lebensjahr darauf bestanden, ihm bei seiner Körperhygiene zu helfen. Weiter habe sie ihn dazu gebracht, sie an ihrem ganzen Körper zu berühren, während die beiden mit José in einem Bett schliefen. Nachdem Eric sich Lyle anvertraute, habe dieser José konfrontiert und ihm verkündet, die Familie gemeinsam mit Eric zu verlassen. José habe den Brüdern daraufhin deutlich gemacht, dass er alles in seiner Macht Stehende tun würde, um sich und Kitty vor den Anschuldigungen zu schützen. Nur 6 Wochen vor den Morden soll Kitty Menendez ihrem Therapeuten gesagt haben, ihre Familie würde kranke und peinliche Geheimnisse hüten. Was genau Kitty damit gemeint hat, habe sie nicht gesagt. Somit wird diese Äußerung zu einem weiteren Puzzlestück der Verteidigung. Und noch viel wichtiger, Lyle und Erics Anschuldigungen gegenüber ihren Eltern werden auch von Personen unterstützt, die dem Ehepaar Menendez nahestanden. Verwandte von José und Kitty Menendez stellen sich nicht nur vor der Öffentlichkeit, sondern auch vor Gericht auf die Seite von Eric und Lyle. Als ihr Cousin Andy Cano seine Aussage macht, bestätigt er einige Angaben der Brüder. Er habe des Öfteren das Wochenende bei der Familie Menendez verbracht. Er habe dann meist mit dem 2,5 Jahre älteren Eric gespielt. Einmal sei es dabei zu einer merkwürdigen Unterhaltung gekommen. Eric habe Andy gefragt, ob sein Vater ihn auch manchmal massieren würde. Eric habe ihm erzählt, sein Vater würde manchmal sein Geschlechtsteil massieren und habe herausfinden wollen, ob dies normal sei. Andy, der selbst ohne Vater aufgewachsen ist, habe nicht gewusst, was er darauf antworten sollte. Deshalb habe Andy angeboten, mit seiner Mutter darüber zu sprechen. Doch Eric habe ihn davon abgehalten, da er Angst gehabt habe, Andys Mutter könnte wütend auf José Menendez werden, wenn sie davon erfahren würde. Eric soll seinen Cousin gebeten haben, zu versprechen, nie mit jemandem über das Anvertraute zu reden. Dieses Versprechen hält Andy bis zum Prozess gegen Eric und seinen Bruder Lyle. Auch Andys Mutter sagt im Prozess aus und berichtet vom vernachlässigenden Erziehungsstil der Menendez. So habe Kitty ihren Söhnen regelmäßig nichts zu essen gegeben und sie auch in sehr jungem Alter allein zu Hause gelassen. Eine weitere Cousine, Diane van der Molen, sagt ebenfalls vor Gericht aus. Sie habe die Familie einige Male in den Ferien besucht. Zunächst seien die Besuche bei der Familie Menendez sehr schön gewesen. Doch sowohl José als auch Kitty hätten sich über die Jahre sehr verändert. Als sie die Familie Anfang der 80er Jahre besuchte, habe sie sich so unwohl gefühlt, dass sie es teilweise vermieden habe, aus ihrem Gästezimmer herauszukommen. Sie berichtet, Lyle habe sich ihr anvertraut, als er 8 Jahre alt gewesen sei. Er habe sie gebeten, mit ihr gemeinsam in ihrem Bett schlafen zu dürfen. Er habe Angst davor gehabt, in seinem eigenen Bett zu schlafen, da sein Vater ihn dort angefasst habe. Dabei habe er auf seinen eigenen Genitalbereich gezeigt. Er sagte, er und sein Dad hätten einander gegenseitig da unten angefasst, in ihren Genitalbereichen. Die damals 17-jährige Diane habe sich dann an ihre Tante Kitty gewandt und ihr von Lyles Äußerung erzählt. Diese habe jedoch abgewiegelt und ihr nicht geglaubt. Außerdem will Diane gesehen haben, wie José Menendez mit Eric und Lyle duschte. Kathleen Simonton, ebenfalls eine Cousine der Menendez-Brüder, blieb auch eine Zeit lang bei ihrer Tante Kitty und ihrem Onkel José. Sie sei jedoch frühzeitig wieder abgereist, weil sie sich bei den beiden derart unwohl gefühlt habe. Sie habe mehrmals gesehen, wie die Eltern Lyle und Eric erniedrigten. So habe Kitty sich darüber lustig gemacht, dass Eric stotterte. Lyle wurde für sportliche Misserfolge als dumm beschimpft. Mehrmals hätten Kitty und José die beiden in ihre Zimmer eingesperrt. Wenn José mit einem der beiden Jungen allein war, habe niemand sonst den jeweiligen Raum betreten dürfen. Auch die Krankenakten von Eric und Lyle werden im Zuge des Prozesses analysiert. Dabei stößt der zuständige Experte auch auf einige unerklärte Verletzungen, die im Zuge der Anschuldigung gegen die Eltern der Brüder in einem neuen, unbehaglichen Licht erscheinen. So sei Eric im Alter von 7 Jahren einmal wegen einer Halsverletzung in die Notaufnahme von Princeton eingeliefert worden. Laut der Einschätzung der Experten könnte die entsprechende Verletzung durch Oralverkehr entstanden sein.
In Lyles Krankenakte finden sich ebenfalls Aufzeichnungen von kleineren Verletzungen bis hin zu einem Oberbauchbruch. Außerdem finden sich Vermerke zu exzessiven Zähneknirschen, einer verzögerten Sprachentwicklung und unterdurchschnittlichen Leistungen in der Schule. Noch mit 14 Jahren habe er regelmäßig sein Bett eingenässt. Die Enthüllung der Menendez-Brüder gehen jedoch noch über die Anschuldigung gegen Kitty und José hinaus. Im Zeugenstand gesteht Lyle, seinen eigenen jüngeren Bruder sexuell missbraucht zu haben. Did you do something to your brother? Yes. What did you do to your brother? I took him out to the woods. Whenever I felt, I don't know, I took him out sometimes, and I took a toothbrush also, and I played with Eric in the same way. And I'm sorry. Dr. Oziel, der Therapeut der Brüder, schildert vor Gericht, wie Eric ihm gegenüber den Mord an seinen Eltern gestanden haben soll. Eric habe ihm erzählt, er habe auf dem Fernsehsender BBC einen Beitrag über einen Mann gesehen, der seinen Vater getötet hat. Er habe Lyle hinzugerufen und den Beitrag mit ihm gemeinsam angesehen. Eric habe schnell handeln wollen. Lyle jedoch habe die Sache genauer planen wollen. Als der Tag der Morde gekommen war, sei Eric als erster ins Wohnzimmer gegangen und habe auf seinen Vater geschossen. Lyle sei ihm gefolgt und habe auf die Mutter gezielt. Beide hätten mehrere Schüsse abgegeben. José sei schnell tot gewesen. Kitty jedoch habe zunächst noch gelebt, als die Munition der Waffen schon leer war. Sie sei zu Boden gesunken und auf dem Boden herumgekrabbelt, bis Lyle seine Waffe nachgeladen und ihr noch einmal ins Gesicht geschossen hat. Während Dr. Oziel seine Aussagen macht, schüttelt Lyle mehrmals ablehnend den Kopf. Eric sucht den Blickkontakt zu seiner im Gerichtssaal sitzenden Tante Martha und schüttelt ebenfalls seinen Kopf. In der ersten Runde endet der Prozess gegen Lyle und Eric Menendez ergebnislos. Die Jury kann sich nicht auf ein Urteil für die beiden Brüder einigen. Als der Prozess in die zweite Runde geht, sind die meisten Zeugenaussagen, die sich auf die Familiendynamik der Menendez beziehen, von Seiten des Richters nicht mehr als Beweisgrundlage erlaubt. Dadurch ist die juristische Taktik der Verteidigung von Lyle und Eric hinfällig, denn der mutmaßliche Missbrauch durch ihre Eltern spielt nun keine primäre Rolle mehr. Darüber hinaus werden, anders als im ersten Prozess, keine Kameras mehr im Gerichtssaal zugelassen. Die Anklage präsentiert der Jury detailreich den Ablauf der Tat, um zu verdeutlichen, dass die Menendez-Brüder den Doppelmord genauestens geplant haben müssen. Während der erste Prozess sich viel mit der Familienhistorie und den Emotionen und der Psyche der Brüder beschäftigt hat, orientiert sich der zweite Prozess sehr an den bloßen Fakten. Dafür wird der Richter Stanley Weisberg wiederholt nicht nur von der Verteidigung, sondern auch bis heute von den Medien scharf kritisiert. Denn nach wie vor steht im Fokus des Gerichtsprozesses nicht die Frage, ob die Menendez-Brüder ihre Eltern umgebracht haben, sondern weshalb. Es ist dieser Aspekt, der letztendlich über das Urteil und damit auch das Strafmaß entscheidet. Darüber hinaus kann die Jury nur noch für Mord ersten oder Mord zweiten Grades stimmen. Die Option des Totschlags, auf den sich die Verteidigung während des ersten Prozesses stützte, ist nun komplett vom Tisch. Denn in den Augen des Richters würde die Tatsache, dass die Brüder unter falschem Namen die Waffen kauften und versuchten, sich ein falsches Alibi zu verschaffen, den Totschlag ausschließen und das Delikt zu einem Mord machen. Erst als es darum geht, ob Lyle und Eric die Todesstrafe bekommen sollten, werden einige Zeugenaussagen zur Familiendynamik der Menendez zugelassen. Dennoch berücksichtigt die Jury die Aussagen zum mutmaßlichen Missbrauch laut eigenen Angaben bei der Festlegung des Strafmaßes nicht. Lyle und Eric Menendez entgehen der Todesstrafe nur, weil es zuvor keine Gerichtsverfahren oder Gewaltanschuldigung gegen sie gegeben hat. Die Jury stellt auch noch einmal klar, dass sie nicht glaubt, die Brüder hätten ihre Eltern aus Angst ermordet, sondern einzig und allein aus Habgier, um das Vermögen von José Menendez zu erben.
Die Menendez-Brüder werden am 2. Juli 1996 jeweils zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf eine vorzeitige Freilassung verurteilt. Wegen Mord ersten Grades und der gemeinschaftlichen Verschwörung zum Mord. Die Brüder bitten die Polizei darum, in dieselbe Haftanstalt zu dürfen. Doch ihr Gesuch wird abgelehnt. Darüber hinaus dürfen sie während ihrer Zeit in unterschiedlichen Gefängnissen nicht miteinander telefonieren. Stattdessen kommunizieren sie über Briefe. Trotz ihrer räumlichen Trennung beschreibt Lyle ihre Beziehung zueinander als sehr stark. Beide Brüder heiraten im Gefängnis. Seit 1999 ist Eric mit seiner Ehefrau Tammy verheiratet. Lyle seit 2003 in zweiter Ehe mit seiner Frau Rebecca Sneed. Nach wie vor wird in unregelmäßigen Abständen vom Doppelmord an José und Kitty Menendez berichtet. Ab und an spricht der ältere der beiden Brüder auch mit Journalisten. 2017 sagt Lyle in einem Interview über seine traumatische Kindheit: Wenn man älter wird, geht es sehr schnell. Jede traumatische Erfahrung wird einfach weggesperrt, weil das die einzige Möglichkeit ist, um das in irgendeiner Weise zu überleben. Ich bin der ältere Bruder, also habe ich versucht, Eric während der Kindheit so gut es geht zu beschützen, aber vor allem zu überleben. Es war sehr niederschmetternd, letztendlich zu realisieren, dass es mir nicht gelungen ist, ihn vor diesem schrecklichen Missbrauch zu retten oder so gut zu beschützen, wie ich es geglaubt hatte. Ich dachte, wir hätten unsere frühere Kindheit irgendwie gut überlebt. Aber das stellte sich als falsch heraus. Erst 2018 wird Lyle Menendez nach San Diego verlegt, wo sein jüngerer Bruder Eric seine Freiheitsstrafe verbüßt. Als die beiden sich zum ersten Mal wieder sehen, sollen sie in Tränen ausgebrochen sein. Auch heute bewegt der Menendez-Fall noch Millionen Menschen weltweit. Insbesondere auf dem sozialen Netzwerk TikTok hat sich eine Community gebildet, die sich nach wie vor für Lyle und Eric einsetzt und eine Wiederaufnahme des Verfahrens fordert. Zeitgleich spalten die Brüder die Menschen, die ihren Prozess verfolgten, nach wie vor. Jeder scheint in Lyle und Eric Menendez entweder das eine oder das andere zu sehen. Eiskalte Killer oder traumatisierte Missbrauchsopfer. Man kann sehr große Teile der Gerichtsverhandlung auch heute noch in Videoform auf YouTube sehen. Auch wenn euch diese Dokumentation hoffentlich ein gutes Gesamtbild zu dem Fall gegeben hat, kann es sich lohnen, tiefer in die Verhandlungen einzusteigen, wenn ihr euch noch mehr mit Lyle und Eric auseinandersetzen möchtet. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und eure Einschätzung des Falles. Was glaubt ihr? Ich hoffe natürlich, dass wir bei diesem sehr emotionalen und verzwickten Fall sachlich miteinander diskutieren können, so wie wir es auch voneinander gewohnt sind. Sollte euch das Video gefallen haben, hinterlasst neben einem Kommentar doch gerne auch ein Like oder ein Abo. Und aktiviert auch gerne die Glocke, denn so bekommt das Video kurz nach dem Upload viel Interaktion und das ist wichtig, um den YouTube-Algorithmus anzuwerfen. Und wenn das passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Video Leuten vorgeschlagen wird, die Insolito noch nicht abonniert haben. Und das hilft dem Kanal natürlich ungemein weiter. Also vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Ciao.